soll. Ihr seht auch, ich bin gerade direkt zu Papa rübergefahren. Was hast du für Erinnerungen noch an diesem Trikot? Ja, Gänsehaut pur, und für dich war es immer Diego der weltbeste Spieler und ja heute noch immer im Herzen, ne? Muss es mit dem Maus machen. Der ist gut! Der ist gut! Wir haben gegen Bayern gewonnen! Justin! Justin! Hi, Justin hier. Liebe Grüße an Rinico, seine Community. Viel Spaß mit dem Video. Ja, meine Freunde, bevor das Video losgeht, schreibt mir bitte direkt unten drunter einmal euren schönsten Diego-Moment rein. Ich möchte mindestens über 100 Kommentare mit eurem schönsten Diego-Moment lesen. Das wäre ganz, ganz toll. Und zu Ehren von Diego, 10. Überlegt mal die Nummer 10, unsere ewige Nummer 10, unsere voller Liebe Nummer 10. Glaube ich, kriegen wir auch einmal die 1000 Likes rein. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Gebt mir Feedback, wie ihr sowas findet. Ich bin raus und euch viel Spaß. Meine Freunde, wir haben gerade eben ein Paket bekommen. Mit einem unfassbar nostalgischen Wert, wenn es das ist, was ich glaube, aber ich warte momentan noch zwei Pakete, das hier müsste eins davon sein. Sollte es so sein, solltet ihr das gerade sehen, ist es auch so. Das heißt auch, dass dieses Video gleich draußen fortgesetzt wird. Wir müssen dann rausgehen sozusagen, denn wir haben gleich eine Mission. Ich mache es aber jetzt erstmal auf. Ich hoffe, dass ich es gerade auch ohne Schere hinkriege, weil ich habe jetzt hier gerade keine Schere zur Hand. Ja, es ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Freunde, ich muss nochmal ganz liebe Grüße sagen an Anja, Timo und Jake, die mir dieses Trikot hier geschenkt haben. Also mein altes Diego-Trikot sozusagen. Und ein Abonnent, ein Zuschauer, ist aufgefallen, dass dieses Trikot nicht beflockt ist und hat gesagt, Nico, ich habe ja mitbekommen, dass sie momentan eine schwierigere Zeit durchmacht und wie wichtig oder wie All-Time-Lieblingsspieler Diego für dich ist und am Herzen ist. Und hat gesagt... Ich habe für dich einen Original-Diego-Vlog. Und jetzt kommt's, Freunde. Oh mein Gott, ich muss gerade richtig aufpassen, wie ich das jetzt hier mache. Was wir hier haben. Das ist der Original-Vlog, also der Original-Trikot-Vlog vom Diego-Trikot. Und ich habe auch die zentimetergenauen Abstände geschickt bekommen, wie wir das bedrucken. Das heißt, unsere Mission ist gleich, irgendwo hinzufahren, wo wir das bedrucken können, euch mitzunehmen, zu zeigen, wie man das bedruckt und dann unendlich glücklich zu sein, dass ich mein altes Diego-Trikot sozusagen wieder habe. Viele von euch haben es ja mitbekommen. Ich hatte damals, habe ich 3 Jahre im Heim gelebt und habe damals bei dem Umzug im Heim leider mein Diego-Trikot verloren gehabt. Ich dachte immer, dass ich es irgendwie vielleicht in einem Keller-Dings noch hatte, aber es war schon super unwahrscheinlich. Aber ich hatte es ja verloren gehabt, das habe ich ja damals auch euch mal erzählt gehabt. Und jetzt bin ich ganz, ganz kurz davor, mein Diego-Trikot wieder zu haben. Und, das ist unglaublich lieb, wie gesagt, derjenige, der das geschickt hat, will anonym bleiben, deswegen sage ich jetzt nichts. Aber derjenige hat meinem Sohn, weil er gesagt hat, ey, der muss ja auch nach dir kommen und auch diese Diego-Liebe haben, hat er noch etwas geschickt. Gott, ist das schön. Ich lese es einmal vor. Lieber Joey, kennst du Diego? Er ist einer der besten Spieler, die jemals das Werder-Trikot getragen hat. Dein Papa und ich würden sagen, der Beste. Absolut. Oh, ich habe Gänsehaut. Handgeschrieben. Diego war klein, konnte sich als junger Spieler in Portugal nicht durchsetzen und war sehr sicher ziemlich traurig. Doch dann kam Werder und hat auf ihn gesetzt. Er tankte Selbstvertrauen und wurde der Beste. Wenn man an sich glaubt und immer sein Bestes gibt, gelingen große Dinge. Auch du kannst alles schaffen, was du dir wünschst, wenn du nur immer fest an dich und deine Träume glaubst. Sei lieb zu deinen Mitmenschen, dann zahlt das Leben alles zurück. Wenn du der nächste Diego wirst, denk an mich. Bis dahin, viel Spaß mit dem Trikot. Oh mein Gott, das ist... einer der schönsten Briefe, die ich je bekommen habe, auch wenn die an meinen Sohn ist. Das ist ja unglaublich. Werde ich gleich, wenn mein Sohn Schule aus hat, ihm auch so geben mit dem Trikot. Und dann kann er das auch mittlerweile ja Gott sei Dank selber lesen. Ich habe Gänsehaut. Ich habe wirklich Gänsehaut. Ich weiß, dass du das sehen wirst. Ich danke dir vom tiefsten Herzen, auch von meinem Sohn schon mal. Und jetzt kommt's, Freunde. Jetzt kommt der zweite Kracher. Ein Geschenk. Das ist das Geschenk an meinen Sohn sozusagen. Der Brief ist jetzt nur on top. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Das werdet ihr genauso wenig fassen können wie ich. Aber ich habe dieses Trikot hier nicht. Ich habe es selber nicht mal. Mein Sohn hat es, ich habe es selber nicht mal. Schaut euch das jetzt an.
Oh mein Gott, ich habe so Gänsehaut. Kennt ihr noch dieses Trikot? Kennt ihr noch dieses Trikot, Freunde? Und jetzt guckt es euch an. Es ist mit Originaletikett immer noch. Und hier, oh mein Gott, Diego! Oh, ist das wunderschön. Und das hier wird auf jeden Fall gleich mein Sohn erhalten. Das ist ein, ihr kennt ja, Kappa S. Also Kappa S wird auch noch kleineren passen. Ja, das wird, die Mama sagt gerade im Hintergrund, wird auch der Mama passen. Nein, das ist für Joey. Das darfst du nicht haben. Aber ich sag euch mal eine Sache. Wenn Diego bei seinem Abschiedsspiel, ich versuche ja alles, um dahin zu kommen, ich denke, dass wir es auch irgendwie hinbekommen werden. Und ich habe irgendwie Hoffnung, vielleicht kann man den irgendwie treffen, irgendwie sehen. Dann werde ich diese beiden Trikots hier unterschreiben lassen von Diego. Dann sage ich aber schon mal im Vorhinein, werde ich mein Trikot nie wieder anziehen. Sollte Diego das, da, mein Trikot da unterschreiben, werde ich das nie wieder anziehen. Dann wird das eingerahmt und nie wieder angepackt. Und mein Sohn kann dann selber entscheiden. Aber das muss ich auf jeden Fall, guckt euch das mal an. Ist das wunderschön. Oh, Nostalgie pur. Freunde, wir setzen uns in den Auto und dann geht's los Richtung Bedruckungsfirma. Wir sehen uns später wieder. Meine Freunde, ich musste kurz einen kleinen Abstecher machen bei meinem Papa, weil ich muss euch natürlich zu diesem Trikot ein, zwei Storys kurz erzählen. Und Papa, ne, komm ruhig rein. Komm, Papa muss ich das jetzt einmal hier zeigen. So, pass auf, ich drehe mal kurz die Kamera. So, da ist erstmal Papa. Guck mal, hallo, hier hast du zusammen. Da hast du das Mikrofon. Da ja, kannst du, okay. Das so. So, pass auf, dieses Trikot hier, wir haben es gerade schon mal so hingelegt, wie es dann gleich bedruckt werden soll. Ihr seht auch, ich bin gerade direkt zu Papa rübergefahren, weil ich das unbedingt so einmal schon mal zeigen wollte. Das ist einfach nur völlig verrückt, wenn man sich das Ganze hier anguckt, denn, weil, wie Papa ja weiß, 2009, ich erzähle ja immer, 2009 waren wir in Berlin. Genau. Und das ist ja genau das Trikot. Deswegen weiß Papa, was mir das bedeutet. Ja. Was hast du für Erinnerungen noch an diesem Trikot? Ja, Gänsehaut pur. Und für dich war es immer Diego der weltbeste Spieler. Und ja, heute noch immer im Herzen. Ne? Absolut. Ja, ich glaub, ja plus Stadion. Ne? Ich meine, das war ja mega. Das war 2009, ne? Genau. Das war 2009. Ich erzähle ja auch mal, du hast ja damals Tickets bekommen, weil wir in Leverkusen die Jahreskarten hatten, ne? Genau. Und deswegen waren wir im Leverkusen, also im Leverkusen-Bereich, ne? Wir waren ja nicht in dem Ultra-Bruder, aber im Bereich waren wir. Ja. Und dann erzähle ich den Leuten immer, wir hatten ja dieses, du hast ja dieses T-Shirt damals bedrucken lassen, wo Leverkusen und Bremen drauf waren, extra, dabei, ich war ja für Bremen halt zu dem Zeitpunkt ja auch. Und praktisch alle, mit denen wir drumherum waren, waren ja alles Leverkusen. Also es war alles Leverkusen. Ich war für beide. Ja. Und dann halt eben mit dem Bremen. Und ich hatte ja da drunter ein Bremen, ich weiß nicht mehr, was ich von Bremen hatte. Ich weiß gar nicht, ob es das war, aber ich hatte irgendein Bremen-Teil ja an, unter diesem T-Shirt. Ja. So. Und dann war ja damals, wo ich dann, das war ja das Tor dann von Özil, da habe ich angefangen zu jubeln, da kam ja diese riesen Bierdusche noch. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist halt immer so, das verbinde ich halt mit diesem Trikot. Ne? Mhm. Das ist halt so geil, dass jetzt irgendwie so, jetzt sitzen wir hier zusammen und wieder dieses Trikot, weißt du? Das ist so für mich Nostalgie pur. Ja, Erinnerung pur. Und ich werde dir das Trikot zeigen, was Joey jetzt bekommen hat. Das ist auch der absolute Wahnsinn, sage ich dir ehrlich. Das ich kann nur sagen, viel Spaß weiterhin. Ja. Glaubst du, wir kriegen das hin mit dem Bedrucken? Ja, absolut. Sieht geil aus, ne? Ja. Ich muss das auch nochmal so hier zeigen. Das ist ja, guckt euch das mal an. Boah, ist das ein Brett, ne? Wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. So, schaut mal hier. Das hängt auch bei Papa in der Küche. Da waren wir bei Florian Wellmann. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ne? Wunderbar. Und beim nächsten Mal machen wir genau das Bild an der Stelle wieder mit zwei Werder-Trikots. Und quasi noch jünger. Und noch jünger. Meine Freunde, leider hat es mit dem Bedrucken gerade nicht geklappt. Es klappt aber gleich. Nur ein bisschen auf Umwegen. Tatsächlich muss jetzt ein Kumpel von mir gleich dahin fahren und das Ganze bedrucken lassen, weil ich gleich beim Fußball bin, also selber Fußball gleich kicken gehe in der Halle einmal die Woche. Ich soll ja, oder mache ja kein Fußballtraining mehr, soll ja auch nicht, aber einmal die Woche kicken geht noch. Zwar immer danach mit Schmerzen, aber das ist jetzt unwichtig. Fakt ist, ein Kumpel von mir macht das gleich, fährt dann dahin zu jemandem, der ein Gewerbe hat, also nebenbei das Ganze macht, und den werden wir versuchen auch unten zu verlinken. Vielleicht kann man ihm da irgendwie helfen und genau. So, guck mal, passt doch wie angegossen. Ist doch wunderbar. Ist das Diego? Ja, es sieht super aus. Sieht wirklich ganz toll aus. Schreib's auf Papier, lass es fließen. Werder grün, weiß ich bin da. Doch so viele Legenden auf dem Platz jetzt. Und ich fahr in grün-weißer Karre vor, voller Energie in der Stadt. Pull up. Und ich bin
ja. Werder Bremen bringt mich schlaflos durch die Nacht, ja. Ich geh meinen Weg und ich brauch kein Kommentar. Flex, ja, flex, ja, flex, ja. Werder Bremen, den Schlüssel fest in der Hand. Schwarzwerder Hoodie in Xarge, ja. Und ich flieg global weit hoch durch Landwerder, rote, dunkelgrün. Heute in der Ostkurve, Team Fan, Herr Stadion. Heute für Werder Bremen, Tore, Siege, Packs. Immer noch Ostkurve, Leidenschaft. Immer noch die Macht. So, meine Freunde, da sind wir wieder zurück im Studio, beziehungsweise ich bin gerade vom Fußball gekommen und ja, soeben wurden mir die Trikots gebracht. Erstmal, wie gesagt, mein Sohn hat sich tierisch gefreut über dieses Trikot hier. Das ist der absolute Oberwahnsinn. Also ganz, ganz großen Dank. Das geht jetzt gleich auch ins Zimmer meines Sohnes. Das heißt, wir werden es hier auf dem Kanal wahrscheinlich nicht so oft sehen. Aber mein Sohn und meine Frau haben schon miteinander abgesprochen, dass sie das auch mal anziehen wird. Das ist nämlich, ja, es, also das passt dann derzeit gerade beiden, lustigerweise. Und jetzt haben wir unser Diego-Trikot wieder. Schaut es euch an, meine Freunde. Es ist wieder da. Es ist wieder da. Sozusagen mein verlorenes Trikot. Das bedeutet mir unglaublich viel. Auch tausend Dank fürs Bedrucken. Vielleicht habt ihr einen Tipp. Ich habe gesehen, hier ist scheinbar irgendwas schiefgegangen. Ich weiß nicht, ob gerade eben beim Transport oder beim Druck. Aber guck mal hier. Hier ist so ein Knick drin. Wie man den vielleicht rausmachen kann. Vielleicht hat da jemand eine Idee. Nein. Aber von Weitem sieht man es ja auch nicht. Also deswegen tausend, tausend Dank. Ich bin super, super froh. Das ist mein Herzenstrikot. Ich weiß nur nicht, ob ich das jetzt... Also ich werde es natürlich ab und zu hier bei Streams noch anziehen, aber es wird, denke ich, hauptsächlich irgendwann hier hängen und ich werde alles dafür geben, dass wir dieses Trikot unterschrieben bekommen. Das könnt ihr mir glauben. Irgendwie muss es möglich sein, dass wir es hinbekommen, dass Diego diese beiden Trikots hier unterschreibt. Vielleicht bei seinem Abschiedsspiel in Bremen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie geregelt. Und dann werden die, wird das auf jeden Fall, dieses Trikot wird dann auf jeden Fall hier hängen. Das ist ganz, ganz klar. Meine Freunde, ich hoffe, so ein Video hat euch auch Spaß gemacht. Turbulenter Tag. Irgendwie tausend Dank für alle, die mitgeholfen haben, die mit eingesprungen sind. Vielen, vielen lieben Dank an den Abonnenten, der anonym bleiben will. Also da auch nochmal, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich verschweige den Namen extra so. Er möchte gerne anonym bleiben. Ja, und weiß aber, dass ich mich ganz, ganz doll gefreut habe. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für alles. Und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Schreibt mir mal euer Feedback rein, wie ihr so Videos findet. Lasst gerne die, ja, vielleicht schaffen wir für Diegos eher die Nummer 10. Was kommt für 10.000 Likes? Das wäre der absolute Kracher. Dann haben wir Diego durchgespielt. Wir brauchen hier über 100 Diego-Kommentare. Bitte tut mir alle einen Gefallen und schreibt unten rein euren schönsten Diego-Moment. Das würde mich total freuen. Und jetzt bin ich raus, euer Nico. Ciao, ciao. Immer noch Support, Ultra-Stream, Nico am Start. Ich bleib immer noch Superfans, Nummer 1 im Norden, ey, yeah. In jedem Spiel und ich schreib's auf Papier, ja. Werder Bremen bringt mich schlaflos durch die Nacht, ja. Ich geh meinen Weg und ich brauch kein Kommentar. Flex, ja, flex.